Algorithmen auf Graphen ist unser Thema. Minimale Spannbäume berechnen und zur Motivation ein paar Beispiele. Verbinde eine gewisse Zahl von Städten über ein Pipeline-System, welches eine möglichst geringe Gesamtlänge besitzt. Also Ziel wird immer sein, dass jeder Knoten von jedem anderen aus erreichbar ist. Ja, und hier irgendwie möglichst geringe Gesamtlänge der Strecken zwischen diesen Daten. Oder wir haben irgendwelche elektrischen Geräte, die wir miteinander verkabeln möchten. Ähnlich wie bei diesen Pipelines und den Stationen dazwischen. Die Geräte, die jetzt irgendwo zwischen zwei anderen sitzen, die können sozusagen vermitteln und möchten auch hier möglichst geringen Kabeleinsatz haben. Aufbau eines Computernetzes, auch da sozusagen verschiedene Punkte, die möchten gerne miteinander kommunizieren. Und auch hier haben wir bestimmte Kosten letztendlich an den Verbindungsstrecken. Auch da geht es darum, irgendwie eine möglichst minimale Leitungskonfiguration zu ermitteln. Aufgabe. Jeder Agent kennt einige seiner Kollegen und kann sich mit diesen auch in Verbindung setzen. Jedoch besteht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Gefahr, dass die Kommunikation zwischen Agent I und J abgehört wird. Und wie können wir alle Agenten mit anderen Informationen versorgen, sodass die Gesamtwahrscheinlichkeit des Abhörens möglichst gering ist? Und das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, ist das Problem des Auffindens eines minimalen Spannbaums. Sehen Sie, dass das identische Problem ist? Alle drei. Ne? Also irgendwie ist immer das Gleiche. Also ich habe irgendwie hier sowas vorliegen. Und der kann von mir aus noch mit dem. Wir haben halt jeweils Wert daran. Wir möchten erreichen, dass jeder mit jedem kommunizieren kann, aber halt nicht direkt. Das ist nicht so schlimm, wenn das nicht funktioniert, und das geht halt auch irgendwie über Umwege. Das Problem, was wir lösen müssen, das MST-Problem. Minimum Spanning Tree, minimaler Spannbaum. Also das gehört eigentlich da oben rein. Gegeben ist, wir haben einen zusammenhängenden Graphen. G bestehend aus einer Menge von Knoten V, aus einer Menge von Kanten E und eine Gewichtsfunktion auf den Kanten. Und wir suchen jetzt einen sogenannten aufspannenden Baum, also einen Untergraphen von G mit vollständiger Knotenmenge. Also er enthält alle Knoten, die auch in G drin sind, aber nicht vollständiger Kantenmenge. Dieser Graph ist ein Baum, das heißt, er ist insbesondere kreisfrei. Und dass die Summe der Kantengewichte, der dann noch übrig gebliebenen Kanten halt minimal ist. Aber es besagt auch, das heißt, zwischen je zwei Knoten gibt es halt genau einen Weg. Und aus dem Grund schon ist das Ding auch kreisfrei. Wenn es einen Kreis gäbe, gibt es nämlich immer zwei Wege. Ich male jetzt einfach mal sozusagen die Kanten an, die wir jetzt hinzunehmen. Das ist noch kein Spannbaum, da müsste ich das noch hinmalen. Und wenn ich das habe, ist das ein Spannbaum? Nein, warum nicht? Weil ich dann Kreis drin habe. Das ist also kein Baum. Ne? Also aufspannender Baum ist oder Spannbaum. Also das eine Ding müssen wir weg. Was wäre denn das Gewicht dieses Spannbaums? Können wir das mal nachzählen. Ist der minimal? Nein, genau. Also Sie würden sozusagen vorschlagen, das Ding wegzunehmen. Also kann der vorherige schon mal nicht minimal gewesen sein. Mhm. So, ne? Und statt dem 15 können wir auch weglassen. Da können wir nämlich die Kante nehmen. Ne? Wir könnten statt der 10 auch die 4 nehmen. Ja, genau. Zählen wir mal nach. 10, 12, 26, 30. Ist das denn jetzt ein Spannbaum? Komme ich zu jedem hin, ne? Sieht schon ganz gut aus. Und jetzt die Frage, wie können wir das denn systematisch machen? Jetzt haben wir ja wild geraten, ne? Greedy. Ja, ich stelle Ihnen jetzt einfach drei Verfahren, stelle ich Ihnen eigentlich vor. Ich stelle Ihnen zunächst ein anderes Verfahren vor, aus dem sich dann aber die beiden anderen ableiten lassen. Und das Ganze schimpft sich Färbungsalgorithmus. Und um diesen Färbungsalgorithmus vorzustellen, brauchen wir noch einen Begriff. Und zwar den Begriff des Schnittes. Ein Schnitt teilt einen Graphen immer auf in zwei Teile. Ein Schnitt in einem Graphen G ist eine Partition S, V ohne S, der Knotenmenge V von G. Also beispielsweise irgendwie sowas. Das wäre sozusagen Schnitt. Ja, das wäre beispielsweise meine Menge S. Das wäre die Menge V ohne S. Und eine Kante kreuzt diesen Schnitt genau dann, wenn der eine Knoten in der einen Menge ist und der andere Knoten in der anderen Menge. Das heißt, in diesem Beispiel hätten wir 1, 2, 3, 4 Kanten, die diesen Schnitt kreuzen. Und jetzt gucken wir uns an diesen Färbungsalgorithmus. Der ist eigentlich ganz interessant und auch ganz, ganz einfach. Färbungsalgorithmus von Tarjan ist, wie gesagt, ein ganz generischer Algorithmus. Da färben wir einfach unsere Kanten ein unter bestimmten Richtlinien. Die werden irgendwie rot oder grün gefärbt. Und wenn alle Kanten gefärbt sind, so bildet die Menge der grünen Kanten einen aufspannenden Baum minimalen Gewichts. Das ist halt gerade die Eigenschaft. Diese Kantenfärbung, um die halt zu vollziehen, dafür gibt es halt genau zwei Regeln. Das eine ist die grüne Regel, das andere die rote Regel. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass mit der grünen Regel Kanten wohl grün gefärbt werden und mit der roten Regel Kanten rot. Die grünen Kanten bestimmen später unseren Spannbaum und mit der grünen Regel werden also Kanten aufgenommen. Schritt für Schritt wird unser Spannbaum erweitert. Ja, und da bedienen wir uns der Hilfe von Schnitten und mit der roten Regel schließen wir halt Kanten aus. Das war halt feststellen,
feststellen, oh, das ist eine Kante, die brauche ich definitiv nicht in meinem Spannbaum. Letztendlich geht es immer darum, dass jeder Knoten von jedem anderen erreichbar ist. Und wenn wir einen Kreis haben, dann gibt es immer zwei Wege zwischen zwei Knoten. Ja, dann können wir beispielsweise die teuerste rausschmeißen. Haben wir schon den Kreis aufgelöst, eine Kante eliminiert. Was ist denn genau die rote Regel? Gucken wir uns die mal genauer an. Die grüne Regel können wir immer dann anwenden. Es existiert ein Schnitt im Grab, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Und die Regel färbt halt genau eine Kante grün, und zwar die Kante minimalen Gewichts in diesem Schnitt. Die Schnitte mache ich mal blau. Das wäre zum Beispiel ein Schnitt. Es existiert ein Schnitt im Graph, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Das ist hier beispielsweise der Fall. Und wenn ich jetzt diese Regel anwende, welche Kante würde ich dann einfärben? Die 6 gefällt mir besser als die 9, weil die 6 ist kleiner als die 9. Färbe eine ungefärbte Kante minimalen Gewichts, die diesen Schnitt kreuzt. Die Kante mit der 11, mit der 9, mit der 10 und der 6 sind die Kanten, die diesen Schnitt kreuzen, und die minimalen Gewichts, die würden wir jetzt aufgrund dieser Regel hinzufügen. Jetzt nehmen wir erstmal die rote Regel. Es existiert ein Kreis im Graph, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Das heißt, wir müssten jetzt prüfen, ob genau diese Voraussetzung erfüllt ist. Und da zeichne ich einfach mal so einen Kreis ein. Beispielsweise, was habe ich mir überlegt? Den hier nehme ich. Den mache ich mal so gestrichelt. So, das ist ein Kreis, der keine rote Kante enthält und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Das, was wir jetzt hier eben gehabt haben, ohne dieses Blaue, ist irgendwie so eine Momentaufnahme, und ich muss jede Kante einfärben. Rot heißt, die gehören nicht zu unserem Spannbaum dazu. Grün, das ist halt gerade unser Spannbaum. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Mechanismus finden, um alle Kanten zu färben. Wir haben keine rote, wir haben ungefärbte da drin, und jetzt würden wir die aussuchen mit maximalem Gewicht, die würden wir rausschmeißen. Und das tun wir, indem wir diese Kante rot färben. Das heißt, in diesem Beispiel würden wir rot färben die Kante mit dem Gewicht 14. Zwei ganz einfache Regeln eigentlich. Idee ist halt, wenn ich einen Kreis habe, was ich eben schon mal sagte, dann gibt es immer zwei Wege zwischen zwei Knoten, die auf diesem Kreis liegen. Und die teuerste Kante schmeiße ich jetzt einfach raus. Trotzdem kann ich diese beiden Knoten noch miteinander verbinden. Das heißt, dieses Rotfärben und damit hinausschmeißen macht uns die Eigenschaft nicht kaputt, dass wir zwei Knoten miteinander verbinden können. Also beispielsweise, wenn wir jetzt diese Regel nochmal anwenden wollen, also beispielsweise, wir hätten auch diesen Kreis nehmen können. Prüfen wir einfach, es existiert ein Kreis im Graph, das ist definitiv ein Graph, der keine rote und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Die 11 und die 10 sind ungefärbt, und die teuerste schmeißen wir jetzt raus. Das heißt, die färben wir rot. So, und jetzt der Algorithmus. Solange noch eine der beiden Regeln anwendbar ist, wenden die grüne oder die rote Regel an. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Was fällt uns denn da auf? Das heißt, es ist nicht ganz genau festgelegt, wie diese Regeln angewendet werden. Jetzt könnte man natürlich das Ding so implementieren und über irgendeine Zufallskomponente eine Regel auswählen. Oder man macht aus diesem generischen Algorithmus halt irgendwie eine konkrete Implementierung und hebt diesen Nichtdeterminismus auf. Was ist das Zweite? Wann brechen wir das Ding ab, wenn keine Regel anwendbar ist, oder eigentlich können wir es sogar noch verfeinern, wenn die grüne Regel nicht mehr anwendbar ist? Wir wollen einen minimalen Spannbaum bestimmen, und das müssen wir uns noch überlegen, dass natürlich hinterher die grün gefärbten Kanten gerade die Eigenschaft haben, einen solchen minimalen Spannbaum darzustellen. Wenn das der Fall ist, können wir das Ding beenden, wenn die grüne Regel nicht mehr anwendbar ist. Ja, und Behauptung? Behaupten kann man vieles, aber wir müssen uns noch überlegen, dass das auch wirklich der Fall ist. Das machen wir später. Ich lege mal hier jetzt so einen Schnitt durch und sage, ich fange jetzt mit dieser grünen Regel an. Ich färbe die Kante 2 ein, die kriegt die Farbe grün. Wunderbar. Legen wir noch einen Schnitt hier durch. Wir könnten beispielsweise hier einen durchlegen, ne? Um irgendwie von dieser Knotenmenge hier zu der Knotenmenge zu kommen, müssen wir über eine der geschnittenen Kanten hier gehen. Und da suchen wir uns jetzt die kleinste aus. Das ist ja eigentlich die Idee von dieser grünen Regel. Das heißt, das wäre in diesem Fall die 7. Noch eine grüne Regel. Wir könnten das so machen. Wir haben einen Schnitt gefunden, der keine grüne und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Da würden wir uns jetzt die minimale aussuchen, und das wäre die 3. Und noch einen Schnitt, den können wir machen. Das wäre dann das Ding. Dann haben wir noch den beispielsweise. Das ist die 4, ne? Bauen wir mal wieder ein bisschen auf hier. Zack. Der hier. Ist der, ne? Und? Was haben wir hier für ein Gewicht? 30, 32. Können wir dieses Ding nochmal anwenden? Finden wir noch irgendeinen Schnitt, der nicht durch eine grüne Kante geht? Ich sehe auch keinen. Können wir die rote Regel nochmal anwenden? Also wenn wir die jetzt anwenden, können wir mit roter Regel... Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Was müssen wir jetzt überlegen? Ob der gut ist? Und die Güte drückt sich aus natürlich irgendwie in der Laufzeit und in der Korrektheit. Und wir müssen uns dann auch irgendwie überlegen, Mensch, wie können wir das denn implementieren? Wir werden das über eine Invariante machen. So eine Invariante, also irgendeine Bedingung, die eigentlich immer gültig ist. Nach jedem Färbungsschritt existiert im Graph ein aufspannender Baum minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Das werden wir uns überlegen. Oder wir werden zeigen, dass dieser Färbungsalgorithmus, so wie wir ihn da beschrieben haben, dass der genau diese Invariante enthält. Und wir werden zeigen, dass solange noch nicht
nicht alle Kanten gefärbt sind, noch mindestens eine Regel anwendbar ist. Das heißt, wir werden das Ganze in zwei Schritten machen. Und wenn wir das dann alles gezeigt haben, können wir sagen, am Ende des Algorithmus definieren die grünen Kanten einen aufspannenden Baum minimalen Gewichts. Und zweitens müssen wir zeigen, wenn wir die rote Regel anwenden, dann gilt diese Färbungsinvariante immer noch. Und wir müssen noch zeigen, ja, solange noch nicht alle Kanten gefärbt sind, ist noch mindestens eine Regel anwendbar. Und dann sind wir eigentlich fertig. Am Ende haben wir dann die Aussage, dass die grünen Kanten gerade einen aufspannenden Baum minimalen Gewichts definieren. Der Färbungsalgorithmus erhält die Färbungsinvariante. Dem Thema widmen wir uns als erstes. Da kann man das mal mit so einer Induktion probieren. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Schritte einzeln an. Wir können eine endliche Anzahl von Schritten durchführen, wenden so ein induktives Argument an. Also wenn vor Ausführung eines Färbungsschrittes ein aufspannender Baum minimalen Gewichts existiert. Das heißt, wir steigen jetzt sozusagen mitten rein, gucken uns gleich an. So, das gilt am Anfang. Dann sagen wir, wir haben das Ding jetzt irgendwie in einer gewissen Art und Weise gefärbt. Ein paar grüne Kanten, ein paar rote Kanten. Es gibt aber auch noch ungefärbte Kanten. Und dann gucken wir uns einfach an, so, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir an dieser Stelle allgemeingültig sozusagen die grüne Regel anwenden oder die rote Regel. Dann gilt halt diese Aussage, die wir da nachweisen wollen, diese Färbungsinvariante immer noch. Dann haben wir eigentlich allgemeingültig gezeigt, das gilt halt dann immer, nach jedem Schritt. Wie ist das denn mit dem Induktionsanfang? Vor dem ersten Färbungsschritt ist die Färbungsinvariante trivialerweise erfüllt. Wenn wir einen minimalen Spannbaum haben, dann erhält er auch alle eingezeichneten grünen Kanten. Es gibt nämlich keine. Aber minimalen Spannbaum gibt es immer. Aber da wir noch keine einzige Kante gefärbt haben, sozusagen bei Null anfangen, gilt das halt. So, jetzt sagen wir, jetzt haben wir eine Reihe von Schritten gemacht. In jedem Schritt färben wir ja eine Kante ein. Jetzt haben wir irgendwie Endkanten gefärbt. Und jetzt wollen wir die n plus erste Fälle. Das heißt, wir gucken uns jetzt den n plus ersten Schritt an. Jetzt gucken wir uns zwei Fälle an. Einmal nämlich, dass wir eine grüne Regel anwenden und einmal, dass wir eine rote Regel anwenden. In beiden Fällen werden wir zeigen, dass dann unsere Aussage immer noch gilt. So, wir gucken uns jetzt als erstes den Fall an, dass wir die grüne Regel anwenden. Also die Situation vor der Anwendung der grünen Regel, diese Färbungsinvariante ist erfüllt. Es gibt also einen aufspannenden Baum B minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Das ist ja das, was wir irgendwie eigentlich zeigen wollen. Aufgrund der Induktionsannahme gilt das. Wir haben eine Voraussetzung für die grüne Regel. Es gibt einen Schnitt, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. So, wenn wir jetzt diese grüne Regel anwenden, würden wir uns die ungefärbte Kante E, so nennen wir die jetzt einfach, hernehmen mit minimalem Gewicht, diesen Schnitt kreuzt, die färben wir jetzt grün. So, jetzt müssen wir unterscheiden. Diesen minimalen Spannbaum, den gibt es ja immer. Wenn ich so einen Graph habe und jetzt mitten in meinem Algorithmus drin stecke, minimalen Spannbaum gibt es, aber besteht nicht nur aus Kanten, die ich schon eingefärbt habe. Da sind auch vielleicht ein paar Kanten dabei, die ich noch nicht gefärbt habe. Und die gilt es ja jetzt zu identifizieren. So, und jetzt kann es aber sein, wenn ich jetzt an dieser Stelle bin, ich wende diese grüne Regel an und diesen Schnitt, den ich ja definiert habe und diese ungefärbte Kante mit dem minimalen Gewicht, habe ich wieder zwei Fälle. Die kann entweder zu dem Baum gehören, dem minimalen Spannbaum, oder sie war noch nicht in diesem Baum drin. Ich bin mittendrin in meinem Algorithmus. Ein paar von diesen Kanten sind grün gefärbt, ein paar sind rot gefärbt. Jetzt habe ich einen Schnitt identifiziert mit einer ungefärbten Kante. Der kann Bestandteil sein des minimalen Spannbaums, muss es aber nicht. So, wenn der Bestandteil ist, also schon in diesem minimalen Spannbaum B drin war, dann wird sozusagen die Anzahl der grünen Kanten um 1 erhöht. Er ist aber weiterhin Bestandteil dieses Spannbaums, weil es ja eine Kante mit minimalem Gewicht war. Die Kante E war vorher ungefärbte Kante des Baums B und wird jetzt einfach gefärbt und ändert nichts an dieser Färbungsinvariante. Die sagt ja gerade, die grünen Kanten definieren mir am Ende meinen minimalen Spannbaum. Also irgendwie Fall A. Kante E war vor Anwendung der Regel als ungefärbte Kante im Baum B und bleibt durch die Färbung nun als grüne Kante im Baum. Bisschen mehr Arbeit ist jetzt der Fall B, wenn diese Kante E vorher noch nicht in dem Baum drin war. Wir haben diese Situation. Wir haben ein paar Kanten grün gefärbt. Nehmen wir mal diese. Dann haben wir ein paar rote Kanten. Ich habe noch irgendwie ein paar Kanten, die male ich jetzt mal in blau noch dazu. Das sind Kanten, die Bestandteil meines minimalen Spannbaums sind. Ich sage jetzt einfach mal, die Kante gehört noch mit dazu. So, und jetzt ist die Aussage bei der grünen Regel, es gibt einen Schnitt, der von keiner grünen Kante und mindestens einer ungefärbten Kante gekreuzt wird. Das könnte jetzt beispielsweise so ein Schnitt nutzen, um da jetzt eine Kante einzufärben. Und sagen wir mal, hier unten diese Kante, das ist die Kante minimalen Gewichts in diesem Schnitt. Die hat man irgendwie mit E bezeichnet. Und jetzt müssen wir irgendwie zeigen, wenn wir die dann einfärben, dann gilt weiterhin unsere Färbungsinvariante. Also E ist von diesen vier Kanten, die wir hier haben, ist ja jetzt irgendwie beliebig rausgewählt, ist das diejenige mit minimalem Gewicht. Was müssen wir jetzt tun, damit wir trotzdem noch unsere Gültigkeit haben der Aussage, es gibt einen minimalen Spannbaum, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Und wichtig war, dieser Fall B besagt gerade, dass E noch nicht Bestandteil unseres minimalen Spannbaums war. Der war vorher diese durchgezeichneten grünen Linien und diese blauen Linien. Wir haben einen minimalen Spannbaum, der alle Knoten miteinander verbindet. So, und jetzt haben wir irgendwie eine Kante identifiziert, hier über so einen Schnitt. Es muss also zu diesem E noch eine zweite Kante geben, die wir jetzt eigentlich ausprobieren.
austauschen können. Diese blaue Kante, das ist jetzt ein potenzieller Kandidat, mal einfach austauschen, weil E war ja so gewählt, die hatte minimales Gewicht, die Kante. Die hat also ein kleineres Gewicht als dieses Ding hier. Das heißt, wenn wir jetzt einfach austauschen, die Kante hinzunehmen, die dafür wegnehmen, die blaue, haben wir immer noch einen Spannbaum. Wir können immer noch alle Knoten miteinander verbinden. Wie ist das denn jetzt mit der Gültigkeit unserer Färbungsinvariante? Und wir haben jetzt einen minimalen Spannbaum, der wiederum aus allen Grünen besteht, plus noch einige, die ungefärbt sind. Das sind diese blauen. Wir haben die ungefärbten oder die Anzahl der ungefärbten Kanten reduziert, die Anzahl der Grünen um 1 erhöht. Und wenn wir jetzt nachweisen, aha, das ist genau unsere Färbungsinvariante, ja, dann haben wir genau einen Induktionsschritt vollzogen. Das gleiche müssen wir jetzt machen für die rote Regel. Wenn also E zuvor nicht in B enthalten war, gibt es eine andere Kante E' nennen wir die mal. Das war jetzt hier eben diese. Die male ich nochmal blau ein. Dann gibt es eine andere Kante E' mit den Eigenschaften E kreuzt denselben Schnitt wie E. Das folgt einfach aufgrund der Tatsache, dass B zusammenhängend ist. Und E ist ungefärbt. Rot kann sie nicht sein, weil sonst wäre sie nicht Bestandteil des minimalen Spannbaums. Grün kann sie nicht sein, weil wir sonst die grüne Regel nicht hätten anwenden können. Und es muss gelten, W E' ist größer als W von E, wo wir E gerade so gewählt hatten. Also war die Kante minimalen Gewichts auf diesem Schnitt. Austauschargument für unsere Färbungsinvariante. Ja, also in diesem Baum B, in diesem minimalen Spannbaum, den wir halt schrittweise aufbauen, tauschen wir jetzt E' aus durch E und das Ding wird dadurch günstiger im Gewicht. Und hält zusätzlich eine grüne Kante mehr, das ist ja wichtig. Das heißt, wir gehen von B über zu B' und B'. Wie sieht das denn aus bei der roten Regel? Färbungsschritt ist Anwendung der roten Regel. Situation vor der Anwendung der roten Regel. Färbungsinvariante gilt. Es gibt also einen aufspannenden Baum B minimalen Gewichts, der alle grünen und keine roten Kanten enthält. Und die Voraussetzung für die rote Regel ist erfüllt. Das heißt, es gibt einen Kreis, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Und wenn wir jetzt diese rote Regel anwenden, dann nehmen wir die ungefärbte Kante E maximalen Gewichts, die auf diesem Kreis liegt, und die färben wir rot ein. Wieder zwei Fälle. Die Kante E kann jetzt potenziell auch so eine blaue sein, die wir da eben hatten. Wenn die zuvor nicht im Baum drin war, färben wir die rot ein. Das macht aber an unserer Aussage der Färbungsinvariante nichts kaputt. Da geht es ja nur um minimalen Spannbaum mit allen grünen Kanten und keinen roten Kanten und das bleibt in diesem Fall A erfüllt. Fall B ist schon spannender. Wenn diese Kante E, die wir jetzt rot einfärben, in dem Spannbaum drin war, dann müssen wir wieder eine andere Kante finden, die wir statt dieser Kante E da aufnehmen können. Die Aussage ist, wir können die rote Regel anwenden. Es gibt einen Kreis, der keine rote Kante und mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Und die rote Regel sagt ja, wir holen uns die Kante auf diesem Kreis mit maximalem Gewicht raus. Das sei jetzt mal diese Kante, die nennen wir wieder E. Die hat zwei Endpunkte, die Kante. Und das seien jetzt mal hier oben die Knoten in diesem Spannbaum liegen. Und die Knoten, die über diesen Spannbaum von diesem Punkt aus erreichbar sind. Das sei jetzt mal irgendwie diese Menge hier. Und dann haben wir eine zweite Knotenmenge. Das sind die Knoten, über die Kanten unseres Spannbaums von diesem Knoten aus erreichbar sind. Ja, hier von der anderen Kante, von diesem hier. Das war irgendwie diese Menge. Das sind ganz viele Knoten. Da haben wir irgendwie Hunderttausende von Knoten beispielsweise. Aber diese Situation haben wir. Wir haben eine Reihe von Knoten, die wir von diesen Knoten hier unten aus erreichen können. Und das ist quasi eine Menge. Dann haben wir unsere Kante E, die wir jetzt mit Hilfe der roten Regel identifiziert haben. Einen Schnitt haben wir definiert. Aufteilung unserer Knotenmenge in zwei Teile, nämlich die Knotenmengen, die von diesen Knoten aus erreichbar sind und die Knotenmenge, die von diesem Knoten aus erreichbar sind. Was lässt uns diese rote Regel überhaupt anwenden? Es gibt einen Kreis. Das heißt, irgendwo gibt es dann auch noch eine Kante. Mal die jetzt einfach mal hier oben hin, E'. Die kann von mir aus auch hier irgendwie hergehen. Irgendwie aus dieser Menge, aus dieser Knotenmenge, gibt es noch eine Kante, die wieder in diese andere Menge zurückführt. Das heißt, über diese Kante E, die jetzt quasi im Rahmen dieser roten Regel ausgewählt wurde, ist letztendlich ein Schnitt definiert. Und den Schnitt gucken wir uns jetzt mal an. E induziert einen Schnitt wegen dieser Kreis, also wegen der Anwendbarkeit der roten Regel. Ja, die kann nicht rot sein nach Anwendbarkeit und grün kann sie auch nicht sein, da sie sonst halt zu diesem Baum B gehören würde. Und was gilt auch noch, dass W von E' kleiner ist als W von E. Das war gerade nach Auswahl so definiert. E war eine Kante aus unserem Baum, die tauschen wir jetzt wieder aus. Ja, wir nehmen jetzt sozusagen unserem Baum B, tauschen wir die Kante E aus gegen die Kante E', färben die rot ein und haben trotzdem noch einen gültigen minimalen Spannbaum. Gucken wir uns nochmal auch in so einem Beispiel an. Unseren Baum gehören jetzt noch ein paar Kanten zu, die wir uns halt sozusagen dazu denken, die eigentlich ungefärbt sind. So, jetzt würden wir uns einen Kreis raussuchen. Ja, das wäre jetzt irgendwie die Anwendung der roten Regel. Das könnte beispielsweise so ein Kreis sein.
So, jetzt haben wir ja diese beiden Fälle. Entweder ist diese Kante bereits Bestandteil dieses Baumes, also die Kante maximalen Gewichts, die noch ungefärbt sind. Also alle vier Kanten jetzt in diesem Beispiel kämen in Frage. Wenn wir eine nehmen, die nicht zu unserem Baum dazuzählen würden, wenn das die maximale Kante wäre, würden wir die einfach rot färben. Das würde nichts ändern. Das war eben dieser triviale Fall. Und den Fall, den wir uns jetzt gerade angeguckt haben, wäre, wenn wir beispielsweise diese Kante, wenn das die Kante mit maximalem Gewicht wäre, dann kriegen wir darüber einen Schnitt. Wenn das jetzt beispielsweise die Kante wäre, die mache ich jetzt mal irgendwie rot gestrichelt, dann haben wir hierüber so einen Schnitt, oder die Knoten, die ich von diesem Knoten aus erreichen kann. Das wären also einmal der, der, der und der. Ja, und der Schnitt sähe ja dann so aus, die würden wir jetzt rot färben und dann würden wir eine mit kleinerem Gewicht hernehmen und die zu unserem Schnitt dazu zählen. Also die würde dann wieder blau gefärbt werden. Ja, also beispielsweise kann das die Kante hier unten sein. Das war das E, was wir ausgewählt haben und das könnte dann das E' sein. Wichtig ist, also das E ist ausgewählt, das ist eine Kante maximalen Gewichts in diesem Kreis. Ja, und wir finden jetzt auf jeden Fall eine Kante, das haben wir uns gerade überlegt, eine Kante E' mit kleinerem Gewicht, die ungefärbt ist. Ja, und die würden wir jetzt sozusagen uns zu unserem Spannbaum hinzunehmen. Die würde im späteren Schritt dann vielleicht grün gefärbt werden. Aber wichtig ist, jetzt schließen wir hier eine Kante aus. Und das ist diese Kante hier oben. Die würden wir jetzt hier in diesem Schritt rot malen. Das heißt, wir tauschen E und E' aus. Also wir entfernen die jetzt gerade rot gefärbte Kante E und fügen E' hinzu. Und wichtig ist jetzt, dieser neue Baum, B' in Klammern gleich B minus E plus E', dann nehmen wir die Kante E weg und nehmen die Kante E' hinzu, erfüllt nun wieder diese Färbungsinvariante. Wir haben gezeigt, diese Färbungsinvariante bleibt die ganze Laufzeit des Algorithmus erhalten. Das heißt, wir haben einen aufspannenden Baum, der alle grünen Kanten enthält und keine rote. Und egal, welche Regel wir anwenden, das bleibt auch weiterhin gültig. Und jetzt müssen wir noch zeigen, den zweiten Teil. Solange noch nicht alle Kanten gefärbt sind, ist noch mindestens eine Regel anwendbar. Das ist das, was wir zeigen wollen. Folgendes liegt jetzt vor. Wir stecken wieder mittendrin, irgendwo in unserem Algorithmus. Ziel ist es ja, alle Knoten miteinander zu verbinden. Wir starten quasi am Anfang mit einzelnen grünen Knoten. Die werden wir über grüne Kanten miteinander verbinden, haben dann später den minimalen Spannbaum. Und wenn wir im Algorithmus drinstecken, dann sieht das vielleicht so aus, wir haben einige Kanten grün gefärbt, einige Kanten sind rot gefärbt und einige Kanten sind ungefärbt. Und jetzt können wir uns eine Kante hernehmen, eine ungefärbte Kante und jetzt zwei Fälle. Wenn wir uns diese Kante hier anschauen, dann gehören beide Endpunkte zum selben grünen Baum. Die Menge der jetzt mit grünen Kanten verbundenen Knoten bilden einen grünen Baum. Oder es gibt den Fall, beide Endpunkte gehören zu verschiedenen Bäumen. Das wäre beispielsweise bei dieser Kante oder bei dieser Kante der Fall. Oder auch bei dieser Kante. So, da müssen wir uns jetzt angucken, wie wir das behandeln. Gucken wir uns erst den ersten Fall an. Beide Knoten liegen im selben Baum, also beispielsweise bei dieser Kante. Wir müssen ja jetzt eigentlich zeigen, für beide Fälle, die wir da jetzt haben, können wir immer eine unserer beiden Regeln anwenden. Also beispielsweise hier, diese Kante, da wäre das ja der Fall. Nennen wir auch mal E. Warum können wir die rote anwenden? Schnitt kriegen wir nicht hin, aber wir können einen Kreis definieren. Wir müssen ja einen Kreis haben, der mindestens eine ungefärbte Kante und keine rote Kante enthält. Und das kriegen wir in dem Fall immer hin. Das heißt, in dem Fall finden wir immer die Anwendbarkeit der roten Regel. Und Fall 2, das wäre jetzt beispielsweise bei dieser Kante der Fall. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 grüne Bäume sozusagen. Wenn wir die Situation haben, dass wir eine Kante, eine ungefärbte Kante haben, deren Endpunkte in zwei unterschiedlichen Bäumen liegen, dann finden wir immer einen Schnitt, so beispielsweise, ja. Und würden jetzt eine dieser Kanten hier, jetzt in diesem Fall hier drei Kanten, würden uns die minimale auswählen und eine davon irgendwie grün färben. Alle drei ungefärbt, das ist der Schnitt geht nur über ungefärbte Kanten, weil jetzt wenn beispielsweise diese Kante hier, wenn wir jetzt aufgrund dieser Überlegung hier diese Kante grün wäre, dann ist ja diese Kante, von der wir eben ausgegangen waren, ist ja immer noch ungefärbt. Dann können wir weitermachen. Und irgendwann würden wir die dann sozusagen als minimale identifizieren oder wir würden dann irgendwann diese andere Regel anwenden können. Wenn wir jetzt mit so einem Schnitt hier diese Kante als minimale identifizieren würden, dann würden wir es halt grün färben. Oder aber wir würden beispielsweise jetzt in dem Schritt diese Kante hier grün färben, dann könnten wir für diese Kante wieder die Rotregel anwenden. Sozusagen bei diesem Fall 2 müssen wir nicht notwendigerweise die Kante färben, die wir uns hier sozusagen rausgenommen haben, aber irgendwann färben wir die.